Ein herzliches Willkommen zu einer Premiere auf meinem Kanal und zwar zur ersten Folge von Train Sim World 5. Ja, es ist endlich soweit. Train Sim World 4, 5, sorry, hat das Licht der Welt erblickt und ja, wir werden uns heute mal so ein bisschen hier im Menü umschauen und werden uns mal anschauen, wie das alles hier so vonstatten geht, wie das Menü aufgebaut ist, wie das Trainingscenter aufgebaut ist. Wir werden vielleicht das ein oder andere Szenario fahren und. Ich heiße euch herzlich willkommen dazu. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal. Und zwar würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit dem Trainingszentrum an, würde ich sagen. Reise beginnen. Grundlagentraining, wobei ich denke mal, dass das. Wir können mit der BR 411 DB ja mal anfangen. Frankfurt-Fulda Streckeneinführung. Ich glaube, das macht Sinn. Danach haben wir die ICT-Einführung, die LZB-Einführung. Ich denke, dass wir jetzt so vorgehen werden. Machen Sie eine kurze Fahrt entlang der Strecke Frankfurt-Fulda und sehen Sie, was es zu entdecken gibt. Ich denke, das machen wir. Tipp, Sie möchten Ihren Zug personalisieren. Im Lackierungsgestalter können Sie Ihren Zug individuell gestalten und verschiedene Style ausprobieren. Das klingt doch schon mal sehr schön. Frankfurt-Fulda Streckeneinführung. Sehr, sehr schön. Willkommen am Frankfurt-Main-Hauptbahnhof, der im deutschen Bundesland Hessen liegt. Der Bahnhof wurde am 18. August 1888 eröffnet und wurde in den Jahren seither von der Deutschen Bahn zum wichtigsten Verkehrsknotenpunkt in Deutschland ernannt. Drücken Sie E, um zu beginnen. Hallo. Ah, ich spiele mit Controller. Es sieht so aus, als ob eine Streckenkarte fehlt. Lassen Sie uns diese fehlende Karte platzieren, während Sie warten. So, das ist ja also der Frankfurter Hauptbahnhof. Ich denke mal, jeder von euch kennt ihn. Ich selber war ja auch schon hier spotten. Und ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt erstmal so in aller Ruhe an. Und ihr könnt ja sagen, ob der so einigermaßen original nachempfunden wurde. Geil, dass man in die Läden rein kann. Das ist ja richtig schön. Damit der auch quatschen, der leider nicht. Kaufen kann man hier anscheinend auch nichts. Da hätte ich mir nur glatt einen Zug, so ein Zugheft gekauft. Eisenbahnkurier oder irgendwie sowas. Hobby. Aber man kann hier leider anscheinend so nichts kaufen. Schade eigentlich, aber ja, dem ist dann halt so. Aber ich finde es schön, dass man hier wenigstens in die Läden rein kann. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal wieder raus, wenn wir rauskommen. So. Wo geht's hier hin? Da kann man nicht runter. Okay, alles klar. Dann schauen wir uns mal hier um, erstmal hinter dem Laden. Hier sitzen die Banker und Kunden und Bahnreisende und warten auf ihren Zug, trinken dabei einen Kaffee und so weiter. Also wirklich, hier ist derselbe Laden nochmal. Also, naja. Ansonsten ist hier jetzt so nicht so viel zu entdecken. Da stehen zwei BR 100, sind das 111? 114. Ah, okay. Ach ja, die gab es ja auch neu. Ich muss mal eben kurz auf die Einstellung gehen, weil mit der Grafik hier mal ein bisschen spielen. Hoch. Mittel hoch. Das lassen wir so. Gut. Gehen wir noch auf erweiterte Einstellungen. Sehr hoch, Effektqualität.
Distanzqualität Ultra. Das kann man natürlich alles individuell einstellen. Das ist ja so. Hat im Gameplay. Ja gut, das muss man sehen, wenn man in dem Zug sitzt. Streckenkarte. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. So, jetzt geht's weiter. So, dann gucken wir uns mal weiter den Bahnhof an, würde ich sagen. Das ist wie gesagt der Bücherladen. Kaffee to go. Ach, seht euch das an. Sieht das nicht lecker aus? Wunderschön. Wunderschön. Kann man natürlich auch nichts vernehmen. Hier von der Schokolade und so weiter. Dann nehmen wir einfach mal was mit. Hier die Smoothies und so, Salate. Sandwiches. Ach, geil. Das sieht doch schon mal richtig schön aus. So, auch schicke Musik, die sie hier spielen, muss ich ehrlich sagen. So, gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich denke mal, dass wir hier nicht runterkommen werden. Nee, da können wir nicht runter. Da ist nochmal der Bücherladen, Aufzug. Ich denke, das wird sich jetzt so wiederholen. Da ist nochmal der Kaffeeladen. Das ändert sich jetzt hier nicht groß. Wir können ja mal versuchen, den Bahnhof zu verlassen, dass wir vielleicht vors Gebäude kommen. Das wäre doch mal eventuell was, dass wir vielleicht rauskommen aus dem Bahnhof. Ich befürchte aber, dass das nicht. Nee, hier ist schon Schluss. Aber vielleicht, naja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Zug. Beginnt unsere eigentliche Aufgabe hier, die Streckeneinführung. So. So, das ist die Streckenkarte. Es gibt noch mehr Streckenaufgaben zu entdecken. Sie können fehlende Streckenkarten anbringen, Bänder reparieren, Erste-Hilfe-Stationen aufstocken und Frankfurter essen. So, das ist die Streckenkarte. Alter Schwede, die ist mal lang und groß. Bad Fiebel, Bad Homberg, Friedberg. So, hier ist der Frankfurter Hauptbahnhof. Hier. Koblenz. So, und hier. Irgendwo muss hier Fulda sein. Vielleicht habt ihr es ja schon entdeckt. Ich leider noch nicht. Gießen. Worms. Worms Hauptbahnhof. Kaiserslautern. Dies wird es ja auch bald geben als Strecke. Ludwigsburg. Mannheim, Kaiserslautern. Koblenz. Aber ich habe Fulda noch nicht entdeckt. Kassel. Da muss das ja irgendwo hier sein. Also wenn hier Kassel ist, Göttingen, Fulda, hier ist Fulda. Das ist praktisch, fahren wir so von hier hoch. Ah, okay, alles klar. So, das sind die guten BR114. Wir auch mal ein schickes Foto vormachen. Das ist schön, wunderschön. So, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Aber wir müssen natürlich vorne einsteigen, logisch. Oder wir fahren als Fahrgast mit. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, wir fahren aber nicht als Fahrgast. Besteigen Sie den Zug? Doch, oder? 10 Meter. Ja, wir müssen hier einsteigen, tatsächlich. Nehmen Sie Platz. Der Zug wird in Kürze abfahren. Ja, wir sind heute mal Fahrgast, das ist doch auch mal schön. Währenddessen können wir uns den Zug ja mal so ein bisschen anschauen. Das WC wird natürlich wie immer nicht zu betreten sein, aber das kennt man ja schon aus TSW 4-Zeiten. So, aber wir schauen uns den Zug natürlich an, mal von innen, wenn wir schon mal dabei sind. Wir dürfen uns ja eh auf einen beliebigen Platz setzen. Wir setzen uns natürlich gleich in die erste Klasse. Das versteht sich von selber. Aber ich möchte einmal den Zug erkunden. Den ICET BR411.
Also wirklich auch schöne Ablagefächer. Also jeder, der den Zug kennt, der kann ja mal in die Kommentare schreiben, ob der so original ist, wie er hier auch ja, gebaut wurde. ICE 1557. 10:51 Uhr, Wagen 27. So, da vorne ist der Führerstand, den können wir uns auch mal ganz kurz anschauen. Aber der wird sich wahrscheinlich von allen anderen ICEs jetzt auch nicht groß abheben. Schon gar nicht vom Dreier. Also ich finde, bis auf ein paar kleine Details sieht er genauso aus, der Führerstand, wie von dem eigentlichen ICE 3 aus TSW 4 Zeiten. Wirklich auch vom Sound her, wirklich, finde ich, hebt er sich jetzt nicht so schnell ab. So, da wird LCB und so weiter einzuschalten sein. Das kennt man ja schon alles. Also das sollte jetzt nicht die große Problematik darstellen. Das Fenster öffnen. Also ich denke mal, wenn man den fahren wird, das werden wir auch noch tun auf jeden Fall, dann... Ach geil, seht mal. Das ist doch jetzt... Können wir zwar nicht hinsetzen, aber das ist doch schön. Also der hebt sich jetzt nicht viel vom eigentlichen ICE 3 ab. Ist jedenfalls meine Meinung. So, wir suchen uns die erste Klasse. Und nehmen da mal Platz und warten auf die Abfahrt des Zuges. Wann hat er eigentlich Ausfahrt? Weiß ich jetzt gar nicht. Steht das hier? Ne, da steht nur ICE 1557 Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Wagen 26. Hier steht jetzt nicht, wann der Ausfahrt hat. Aussteigen möchte ich jetzt auch nicht. Ich möchte auf keinen Fall den Zug verpassen hier. Wobei, steht jetzt, der hat Nulle Ausfahrt. Das ist jetzt der 611 Minuten Verspätung. 644 Minuten. Das ist jetzt sehr hilfreich. Nämlich irgendwie gar nicht. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt funktioniert hier. Bordbistro. Auch schick. Wie immer geschlossen. Aber es ist doch schon viel los hier. Alter Schwede. So, und hier ist die erste Klasse. Natürlich sehen wir uns hier so einen Tischplatz. So, dann bin ich mal gespannt, wann wir abfahren. Könntest mal grundsätzlich hier so ein bisschen am Bahnhof umschauen. Also ich bin echt mal gespannt, wann wir hier abfahren. So, meine lieben Herrschaften, das ist der Frankfurter Hauptbahnhof. Dieser Tower hier natürlich bekannt für alle, die schon mal in Frankfurt waren. Ich glaube, anders oder braucht man nichts mehr zu erklären. Da weiß man sofort, wo man ist. Wunderschön, wunderschön. So. Die Skyline von Frankfurt, wie geil ist das denn bitte? Oh Leute, das ist doch wunderschön, oder? Wunderschön. Mein Hätten. Mein Hätten. Das ist wirklich saugeil. Richtig schön. Das Bankenviertel. Richtig schön. Ich kann leider nicht über das Dach hinaus. Ich hätte gern mehr gezeigt von der Stadt, aber ich kann da leider nicht drüber. Höher geht's nicht. Wunderschön.
Wunderschön. Der Frankfurter am Main. Der Frankfurter Hauptbahnhof. Ein wunderschöner Bahnhof, das kann man nicht anders sagen. Erinnert so ein bisschen an München, ist ja auch so ein schöner Kopfbahnhof. Hier wird natürlich fleißig gebaut, da stehen ein paar Quietschis. Da wird fleißig gebaut. Man hört, man sieht aber nichts. Also man sieht praktisch nicht, dass hier überhaupt gebaut wird. Man hört Hammergeräusche, aber das war es dann auch. So wirklich gebaut wird jetzt hier nicht. Na gut, vielleicht ist es auch Sonntag. Ich weiß es nicht, oder Samstag. Aber naja, gebaut wird hier jetzt so nicht wirklich. Die Bagger sind nicht besetzt. Und ja. Das ist auf jeden Fall der Frankfurter Hauptbahnhof. Bin echt gespannt, wann wir jetzt Ausfahrt haben. 11 Uhr? Ich gehe mal von 11 Uhr aus. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Und nicht gerade das beste Wetter. Ist so ein bisschen bewölkt. So. Also wäre echt schön, wenn man mal so langsam irgendwie hier eine Info hätten, wann wir denn mal losfahren. Aber ich gehe mal von 11 Uhr aus. So, da könnt ihr so ein bisschen mehr von Frankfurt sehen außerhalb des Bahnhofs. Da hinten steht auch noch so ein wunderschönes Hochhaus. Also wirklich eine wunderschöne ein wunderschöner Horizont. Die Skyline von Frankfurt. Wunderschön, wunderschön. Und hier geht es wie immer ins Nichts. So, jetzt sind wir außerhalb. Das ist doch schön. Das findest du es noch. Ich kann aber leider nicht darüber weg. Das ist das Dumme. Aber vielleicht, das ist das Frankfurter oder das Hauptgebäude oder das Gebäude überhaupt. So sieht es aus. Also ein bisschen von Frankfurt. Innenstadt hier zumindest erahnen, auch wenn ich nicht über die Häuser drüber wegkomme. Aber so habt ihr vielleicht einen Eindruck von Frankfurt. So sieht es hier halt aus. So, dann gehen wir mal so langsam wieder zu unserem Zug, würde ich sagen. So, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann wir Ausfahrt haben. Ich gehe einfach mal von 11 Uhr aus. Schade, ich entdecke uns gar nicht. Aber wir haben überhaupt keine Ausfahrt. Also ich bin. Keine Ahnung, wann wir hier Ausfahrt haben. Setzen Sie sich auf einen beliebigen Platz. Ja, das habe ich getan. Wo
Aber wie geht's weiter? Das ist die große Frage. Nicht, dass das ein Bug ist und wir gar nicht losfahren. Weil ich möchte jetzt auch nicht allzu lange hier warten. Das wäre jetzt zu langweilig für euch. Weil irgendwie tut sich hier nichts. So, immer noch ein rotes Signal. Dann mach was anders. Dann mach was anders. Dann mach was anders. Komme ich denn jetzt hier raus? Neu starten, Hauptmenü. So. Weil ich möchte da jetzt nicht ewig warten lassen. Das ist ja wieder zu langweilig. Da mach was auf jeden Fall anders. Dann nehmen wir die ICE-Einführung. Vielleicht klappt das ja besser. TSP5, der Herr der Aufgaben. Schließen Sie einen beliebigen Satz Nebenaufgaben ab. Ich habe irgendwie noch gar nichts abgeschlossen, aber lassen wir das. In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb eines DB-BR-411 ICET-Elektrotriebzugs geführt. ICE steht für Intercity Express. Das T in ICET steht für Triebwagen. Stellen Sie den Richtungsschalter auf Vorwärts. Ja, Dieser das gibt die ist Fahrtrichtung vor. gut, dass ich das jetzt weiß. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anzuzeigen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. So. Der ICET ist mit GNT ausgestattet, um eine sanftere Fahrt und höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Aktivieren Sie die GNT jetzt. Ah, die kann man hier an der Schalttafel aktivieren. So. Neige Technik auf ein. Die GNT ermöglicht es den Zügen, sich zu neigen, sodass sie bis zu 30% schneller fahren können als die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Und zwar machen wir das rechts natürlich. Der ICET ist der einzige deutsche Hochgeschwindigkeitszug, der mit Neigetechnik ausgestattet ist. Das bedeutet, dass er sich ähnlich wie ein Motorrad in Kurven neigt, sodass der Fahrgastkomfort nicht so stark durch die Beschleunigungskraft beeinträchtigt wird. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Das macht Sinn. Die BR-411 wurde in zwei Produktionsläufen gebaut. Eine im Jahr 2000 und eine im Jahr 2004. Sie sind ganz in Deutschland und auch in Wien, Österreich im Einsatz. Sehr schön. Bewegen Sie den Fahrschalter in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Das machen wir. Würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an.
wunderschön, wunderschön. So, wir sollen 100 erreichen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h ist er der langsamste aller derzeit verkehrenden ICE-Züge. Das ist jedoch selten ein Problem, da er hauptsächlich auf Strecken mit vielen Kurven und niedrigeren Geschwindigkeiten eingesetzt wird. Nachdem Sie nun etwas Geschwindigkeit aufgebaut haben, können Sie den Fahrschalter in die Ausposition bringen, um den Zug rollen zu lassen. Auf ebenen Strecken können Sie die Geschwindigkeit beibehalten, um den Energieverbrauch und die Belastung der Motoren zu verringern. Achten Sie beim Ausrollen immer auf die Steigung, denn Änderungen können dazu führen, dass der Zug schneller oder langsamer wird. So, jetzt gehen wir mal in den Fotomodus, wenn der das hat. Ja, natürlich. Denn das möchte ich auf jeden Fall auch in diesem Spiel fortsetzen. So. Sauber, ja. Das sieht doch richtig schön aus. Was ist das noch? Ach, wir können das Wetter ändern. Ach, das ist ja. Das lassen wir erstmal so. Da kann man ja die Wetter beim Foto ändern und so weiter. Das sieht doch richtig schick aus. So, was sollen wir Die tun? Einhaltung der So. Geschwindigkeitsbegrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremsen ein wenig an, indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bringen. So. So, gleich eben anhalten. Wunderschön, diese Neigung. Wunderschön. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bewegen. So, ein bisschen haben wir ja noch, ein bisschen Strecke. Gute Arbeit! Der Zug ist zu einem sicheren Halt gelangt. Sie können jetzt die Steuerung für die Fahrgasttüren benutzen, um die Türen zu öffnen. Das machen wir doch glatt. Alle Rampen öffnen. Wunderschön, wunderschön.
Gute Arbeit! Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. TSP 5 Frischling, schließen Sie ein Trainingsmodul ab. TSP 5 Absolvent, schließen Sie... Ja. So, das war unsere erste Trainingsfahrt. Gold haben wir dafür immerhin erhalten. Können weitermachen. Ja, können ja mal ins Trainingszentrum gehen, gucken, was da noch gemacht werden kann. Die LZB einführen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die jetzt wesentlich anders ist als bei den anderen Zügen. Dann machen wir das auch noch. Na komm. LZB-Einführung. Wobei, das dürfte bekannt sein. Aber wir nehmen es einfach mal mit. In diesem Trainingsmodul lernen Sie die Linienzugbeeinflussung, kurz LZB, kennen. Die LZB wird auf Strecken benötigt, die höhere Geschwindigkeiten als 160 km/h zulassen, da die Bremswege für den normalen Signalbetrieb zu lang sind. Dieser Zug wurde bereits aufgerüstet und vorbereitet. Aber bevor Sie abfahren, müssen Sie sicherstellen, dass das LZB-Zugsicherungssystem und die AFB eingeschaltet sind. Die Schalter für die Zugsicherungssysteme sind im Schaltschrank. Um die LZB zu aktivieren, öffnen Sie den Schaltschrank und stellen Sie den LZB-Isolationsschalter auf die benötigte Position. Aktivieren Sie nun die AFB. Das ist wie gehabt hier in diesem... AFB. Genau. AFB. Das hat sich nicht geändert. Da Sie sich bereits in einem LZB-Bereich befinden, zeigt der Leuchtmelder Ü im Führerstand und in der Blickfeldanzeige an, dass sich der Zug unter aktiver LZB-Überwachung befindet. Die aktuelle Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h, angezeigt durch den blauen Punkt auf dem Head und das rote Dreieck auf dem Tachometer im Führerstand. Jo. Stellen Sie die AFB auf die Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h. Wenn Sie den Hebel bewegen, sehen Sie, dass der blaue Balken auf dem Head und die gelbe Raute auf dem Tachometer im Führerstand nach 160 km/h stoppen, da dies die aktuell zulässige Höchstgeschwindigkeit ist. Wenn das waren aber 230 km/h. Ändert, passen sich der blaue Balken und die gelbe Raute an die neue Geschwindigkeitsbegrenzung an. Weil, wie vorhin gelernt, kann der Zug nur 230 km/h fahren. Also das war ein kleiner Sprachfehler, dieses Fräulein. Etwas Leistung aufzuschalten. 330 können wir gar nicht fahren mit diesem Zug. Das müsste ja eigentlich auch irgendwo stehen. Da steht's. VMAX 230 km/h. Das war ein kleiner Versprecher von der guten Dame hier. Die Kombination aus AFB und LZB steuert Ihren Zug mit einer sicheren Geschwindigkeit. So, über einen Ort fahren. Wunderschön, wunderschön.
Der beschleunigt natürlich ein bisschen langsamer als der gewöhnliche ICE, aber dafür kann er sich halt neigen. Gleich wird die Anzeige Geschwindigkeit auf dem Head und im Tachometer des Führerstands erscheinen. Wenn dies dauerhaft leuchtet, bedeutet das, dass der Zug langsamer werden muss. Bei Verwendung der AFB wird der Zug automatisch abgebremst. Wenn die AFB deaktiviert ist, muss der Lokführer den Zug abbremsen. Wenn die Leuchte blinkt, sind Sie zu schnell unterwegs und müssen eine Notbremsung einleiten. Es sei denn, Sie können den Zug auf die zugelassene Höchstgeschwindigkeit abbremsen. Sie nähern sich einem Block, der von einem Zug besetzt ist. Die Kombination aus LZB und AFB wird den Zug automatisch verlangsamen und zum sicheren Halt bringen, ohne dass der Lokführer eingreifen muss. Na, sehr schön. So, sind wir hier? Langenselbold kenne ich nicht, nie gehört. Aber okay, so lernt man auch Orte kennen. Aber das mit der AFB und der RCP klappt auf jeden Fall. So, da wären wir. Gut gemacht. Sie sollten bald aus dem Weg sein und Sie können Ihre Reise fortsetzen. Setzen Sie die Traktionssperre zurück, indem Sie den Fahrschalter in die Ausposition stellen. Sie können nun bis zu Ihrem letzten Halt weiterfahren. Sehr schön, und da wird das dann wahrscheinlich auch enden. Vorausgesetzt, das rote Signal ändert sich noch.
Das ist nämlich jetzt die gute Frage. So, ist sich mittlerweile in Grün umgewandelt. Sehr schön. Dann sind es noch 1 Kilometer bis zum Ende. Sollte schon bremsen. Ich glaube, das macht die EZB nicht selber. Für einen Augenblick blinkt das Endelicht und zeigt damit an, dass Sie sich dem Ende eines LZB-kontrollierten Abschnitts nähern. Sie haben 10 Sekunden Zeit, um zu reagieren, indem Sie die PZB-Freigabe bestätigen, bevor der Zug bis zum Halt abbremst. Dann machen wir die PZB mal ein. Normal isoliert. Hä? Falsch. Muss die AFB neu stellen. Ah, das ist. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt geht's los. So, nach der Bestätigung bleibt das Endelicht an, bis Sie die LZB-Überwachung verlassen und zu den normalen Signalsystemen zurückkehren. Ihre letzte Anfahrt erfolgt unter normalen Signalsystemen. Fahren Sie also entsprechend.
Oh, wir fahren 4,4 Kilometer bis nach Hanau. Ah, das war klar. Das war klar, dass das jetzt passiert. Haben wir das auch jetzt mal gemacht mit dem? So, jetzt haben wir's. Also das mit dem Sicherungssystem, das ist natürlich genauso wie in dem Original ICE3, also in dem normalen ICE3. Das ist hier bei dem T nichts anderes. So, 110. Steht da? Ja, da steht eine Vectron. Sehr nice. Warum hat er denn nicht unter 85 gebremst? Mensch. So, dann fahren wir halt 40, mehr dürfen wir sowieso jetzt gleich nicht mehr. Dann fahren wir schön gemütlich in Hanau ein.
Tja, willkommen in Hanau. Wunderschön. Gut gemacht. Sie sind sicher angekommen. Damit ist dieses Trainingsmodul abgeschlossen. Sehr schön. War alles soweit ordentlich abgeschlossen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Da würde ich sagen, versuchen wir noch eine kleine Fahrplanfahrt. Und dann war's das. Erstmal. So, wir können uns ja noch den Creators Club anschauen. Das ist hier der Verbandseditor. Ach, seht mal, da sind noch ein paar Züge von denen, die ich gemacht habe, dabei. Sehr nice. Ihr könnt übrigens, wenn ihr euch anmeldet, hier das Ganze importieren. Ihr müsst nur auf der gleichen Plattform spielen. Dann funktioniert das. Dann habt ihr den Fortschritt mitgenommen praktisch. So, Kreativnetzwerk. Logischerweise ist da noch nicht viel. Dann gibt es hier die Reise wieder aufnehmen zu den Zügen und so weiter. Das hatten wir ja schon. Lackierungsgestalter, ne, das Übliche. Da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Szenarioentwickler. Ja, ihr seht das. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Zügen. Zu Kalle. Fahrplan-Szenarien. Wir schauen mal bei den Szenarien. Vorsicht, Lücke. Fahren Sie diesen Zug nach Fulda und helfen Sie unterwegs einem liegengebliebenen ICE-Zug. Und nachts im ICE. Beenden Sie einen der letzten Zugdienste des Abends, bevor Sie Ihren Zug in Frankfurt abstellen. Das klingt doch gut, das könnten wir eventuell auch machen. Ja, und dann die üblichen Züge, die man halt so hat. Die werden alle mit rübergenommen. Ja, hier ist der normale ICE, 406, 401, Steuerwagen, 103, 114, 143, 146, 112, die Vectron, Flixtrain, den bekommt ihr übrigens nur, wenn ihr die Deluxe-Edition fahrt, das ist nur mal so, als kleine Randinfo für euch. Da sind schon einige Szenarien, ne? Das muss man echt mal so sagen. Na gut, da kommen dann auch noch die normalen. Der rote Vectron dabei. Dann haben wir hier natürlich Käsetreff. Dresden-Umleitung und Schotterbogie. Das sind ja die Szenarien aus TSW 4. Die 218. Das sind die üblichen Szenarien. 185. Dann die beiden Karlsruher Köpfe. Die 110, die 101. Die 116, also die F16. Aber mir fällt gerade auf.
haben wir denn die 101 Expert? War die jetzt gar nicht dabei? Wundere mich jetzt aber. Vielleicht fährt die auf dieser Strecke nicht, das kann natürlich sein. So, gehen wir mal auf die Strecke. Das sind die. So, wir wollen ja ein kleines. Wir machen mal das kleine Frankfurt-Fulda. Wie sind denn die Fahrpläne hier so? Wie sind die denn aufgebaut? 16 Minuten ICE 21 Frankfurt am Main, Hauptbahnhof nach Wien. Fahren Sie diesen Personenzug von Frankfurt Hauptbahnhof nach Hanau. Hier fährt man die komplette Strecke von Fulda nach Frankfurt. Ja, wir können ja dieses kleine Szenario hier fahren. 16 Minuten. 4. September. Nee, das stimmt ja nicht. Wir haben am 12. September. So. Haben wir noch so ein kleines Fahrplanszenario? So, wir fahren den ICE 21 Frankfurt am Main Hauptbahnhof nach Wien Hauptbahnhof. Fahren Sie 5 Mal mit einer beliebigen Lokomotive, fahren Sie 20 Mal mit einer beliebigen, ja, 250 Meilen, fahren Sie 100 Meilen mit einer. Also ich habe hier eine Störung. Störung. Zugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. Ich würde gerne die Türen öffnen, wenn es genehm ist. Rechts öffnen. So. Dann machen wir die Zugbeleuchtung. Ja, das brauchen wir ja nicht. So, die Zugsicherungssysteme machen wir auf jeden Fall an. Alles normal. Sie fahren wir und so weiter. Dann machen wir die auf B noch auf ein. Vollsäul. So. Das Ganze auf 40 vorwählen. Ja, ich habe die Tür noch entriegelt oder nicht? Falsche Seite. So. Wunderschön. Wunderschön. Frankfurt, wenn die Sonne aufgeht. Wunderschön. Das muss man einfach mal so sagen. Einfach ein Traum. Einfach ein Traum. So, wir können die Tür verriegeln. Wir können mal fahren. So, ich würde sagen, auf geht's. Nächster Halt, Hanau. Wunderschön, wunderschön.
Dann verlassen wir den Frankfurter Hauptbahnhof. Sie fahren. Wenn da ein RE eingefahren kommt. So, 80. Wunderschön. Wir verlassen die Frankfurt, sehen im Hintergrund die Skyline. Einfach ein Traum. Wunderschön, wunderschön. LZB. Einfach ein Traum. Mit 50. Da die Quietsche den Berg runterfährt. Wo wird denn da ein gelbes Vorsignal? Sie fahren.
schöner KI-Verkehr, wie ich finde. Man hat sich erledigt mit dem gelben Vorsignal. Sehr schön. Und natürlich, ihr wisst das, kann man ja mit dem Zug überall fahren. Ne, das Spawn macht es möglich. Also den ICE3, also den hier, den kann man ja überall hin spawnen. Auf jeder x-beliebigen Strecke und kann dann da mit dem fahren. Also der ist nicht hier nur an der Strecke gebunden. Wunderschön, wunderschön. Ah, IC. Leider ohne Steuerwagen. Die kann man übrigens hier auch fahren. Den IC1 Expert auf dieser Strecke Frankfurt, Fulda. Das ist natürlich genauso möglich. Die kann man ja auch hier hinspawnen. Und dann, es ist ja alles möglich. Erreichen Sie Lokführer Level 2 im TSW 5. Sehr, sehr schön. So, das sind zwar 7 Kilometer. Und da könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet und wie euer erstes Fazit hier ist. Hat er keine Sonnenblende? Schade eigentlich. Und könnt ihr mir ja mal erzählen, beziehungsweise schreiben, wie euer erster Eindruck ist. So, sollten langsamer werden. Was so schade ist, aber wahrscheinlich ist das auch zu viel Arbeit oder es ging nicht, dass das kein Expertfahrzeug ist. Das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, finde ich. Aber man kann ja auch nicht alles haben. So, dann wollen wir mal in langsamen Schritten hier die Geschwindigkeit verringern.
dann lasse ich mich nicht ins Boxhorn jagen hier. Ach, ich hab's zu spät gesehen, Mann! Ach, ich wollte gerade drücken. 3 Zwangsen in einem Video. Was ist denn los? Mann, ey. Mit dem Wachsamkeitstaste habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Muss ich wirklich sagen. Weil wir ja bei der Geschwindigkeit waren, die vorgegeben war. Ach, tut mir leid, das war jetzt... Habe ich nicht mitgerechnet. Als ich den dann gesehen habe, war es zu spät. Naja, es ist halt so. Was soll man? Es bringt ja nichts, sich jetzt noch aufzuregen. Hat ja alles keinen Wert mehr. Ach, noch schöne Formsignale. Sehr schön. So, willkommen in Hanau. Bahnsteig 103 werden wir anhalten. Sind sogar pünktlich, trotz der Zwangse. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wunderschön. Ja, das war's dann erstmal soweit mit dem Vorstellungsvideo vom neu erschienenen TSW5 mit dem ICE3 BR411 ICET. Nennt sich der überhaupt auch ICE3 oder nennt man den nur ICET? Ich nenne ihn jetzt einfach mal ICET BR411. Auf der neuen Strecke Frankfurt-Fulda. Damit hätten wir unser erstes Fahrplanszenario abgeschlossen. Haben sogar Diamant erhalten. Das ist doch mal was Schönes. Wunderschön. So. Level 4, Level 159. So. Dann können wir nochmal ganz kurz zum Hauptmenü. Können wir uns das noch ganz kurz anschauen, bevor wir dann hier Schluss machen. Sonst wird das Video wieder viel zu lange. Schon wieder über eine Stunde lang.
3. Das wäre die Special Edition. Naja, aber da, das ist auf jeden Fall jetzt so das Menü von dem Ganzen. Ich hoffe, das Ganze hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat, was euer erster Eindruck von dem Ganzen ist. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das kauft. Ja, das war es erstmal soweit mit der ersten Folge von TSW5. Der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, bleibt mir gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny spielt das. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.